Willkommen zurück zum Bus-Simulator 16, heute am Montag um 15 Uhr. Ja, nur eine Folge heute oder ab heute. Und ja, ich freue mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute werden wir nochmal die Strecke Nummer 2 bearbeiten. Ich habe mir nämlich gedacht, wir könnten... ich zeige euch das mal eben. Wir beginnen hier von der Meisenstraße aus, nicht von der St. Martinstraße Süd, denn dann können sozusagen die Passagiere, die Leute, direkt von der Meisenstraße aus weiterfahren. Also es wie so ein guter Übergang, würde ich sagen, weil hier haben wir jetzt noch keinen Übergang sozusagen, noch keine Strecke leer. Natürlich wird die Strecke dadurch noch länger, aber mein Gott, hallo. Wir haben es ja, unsere Fahrer. Ja, so, jetzt muss ich mal schauen. Beziehungsweise, wir müssen gar nicht, warte mal, wir machen das mal anders. Wir beginnen hiervon. Habe ich hier noch eine Strecke drin? Kann das sein? Ah, Neue Straße West habe ich noch drin, ne? Ja, die muss raus. So. Wir beginnen hier von der Meisenstraße, dann St. Martinstraße Süd, Stiftgasse, St. Martinstraße West. So, dann frag... Moment, ich frag mich gerade. Gut. Wir werden... Die Schiller, ja, okay. Wir machen mal wieder eine richtig lange Strecke. Obwohl das ja auch nicht immer das Beste sein soll. Bam, bam, bam. Ich gucke gerade. Wir haben jetzt hier 6 momentan. Wobei ich... Ja, doch, wir lassen... genau, wir machen mal hier nur bis zur Südtiroler Straße. Denn hiervon geht ja auch wieder eine Linie. Oder beziehungsweise kommt da eine Linie weg. Die führt dann ja auch in das Gebiet. Das würde ich sagen, das reicht. Gut, dann haben wir das nämlich auch. Sehr schön, das freut mich. Ja. Machen wir speichern und wir. Moment. Wir müssen den Hendrik nochmal eben umsetzen, damit er trotzdem Kohle verdient. So. Ja, ja. Management hier. Management. So, fahren. Mit unserem neuen Bus. Machen Schnellstart. So. Weil heute oder ab heute ist ja nur noch eine Folge am Tag. Ja, ich bin jetzt erstmal von 15 Uhr ausgegangen, also euch war es eigentlich so, manchen war es relativ egal, manche haben gesagt 15 Uhr, manche haben gesagt schon um 10 Uhr, ja, das ist halt wieder die Sache, man kann es halt nicht jedem recht machen, ne? Und das ist halt das große Problem. Ja, das ist, müsste der neue Bus sein, oder? Habe ich mich... Ja. Ach genau, übrigens, ich habe wirklich in der Tat mich hingesetzt und mal mir eine Lackierung überlegt. Bis die Lackierung bleibt wahrscheinlich rot. So die Aufkleber und Werbung, wie man die setzen kann, sodass es schön aussieht. Ja, so erstmal Geschwindigkeitsbegrenzer. Und... Das kostet wirklich relativ viel Kohle, wenn man das für jeden Bus macht. Also, weil das, allein das Abmontieren der alten Aufkleberwerbung kostet nämlich auch was, so wie ich das gesehen habe. Und okay, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Also, ist die Frage, ob man jetzt wirklich erstmal sich hin... Ja, ob man sich jetzt hinsetzt und spart... Oh, das ist aber nicht gut hier, Kollege. Wir müssen... Ja. Gut. Meisenstraße. Noch spart, sodass wir uns... Eine Fahrkarte, bitte. ...die beiden MAN-Busse kaufen können und danach erst alle einheitlich lackiert. So. Nee, Moment. So. Das sind dann... 2, 4, 6, 8, 20, 40, 60. Danke, mein Lieber. Bitteschön. Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Jo, machen wir. So, das sind... Wie viel sind das? Ach, 35, ja klar. Steht da ja. Danke. Einen schönen Tag. So, das müsste es dann...
gewesen sein. Weiter geht's. So. Tja, und dann gibt es, habe ich gesehen, sogar noch zwei neue Mods. Einmal so mehr Verkehr und mehr, mehr, ich weiß gar nicht, mehr Fußgänger oder mehr Fahrgäste? Das habe ich jetzt gerade vergessen. Nächster Halt, muss ich St. Gleich nochmal kurz nachschauen. Süd. Was sind die denn? Ach, ha, die schon wieder. Ja, Chef, alles klar. Nicht gut. Ich lieg im Bett. Vielleicht habe ich mich die letzten Tage nicht genug ausgeruht. Ich bin oft spät ins Bett und habe viel gearbeitet. St. Martinstraße. In Ordnung, wir unterhalten uns später. Ach so, genau. Noch einmal zu den Livestreams zu kommen. So, eine normale Fahrkarte, bitte. Da habt ihr ja vorgeschlagen, ob ich das nicht mal im Livestream spielen kann, im Bus-Simulator. Moment, ich muss mal eben. Das sind dann 2, 20, 40, 60, 80. Den Bus-Simulator 16. Danke, einen schönen Tag. Ich brauche nur eine Fahrkarte. Noch was? 20, 40, 60, 80. Danke, mein Lieber. Und ja, ehrlich gesagt bin ich da nicht so von überzeugt, denn ich möchte das schon gerne irgendwie mehr so als Let's Play-Projekt haben, weil es ist irgendwie, weiß ich nicht. Nächster Halt. Es ist angenehmer, kann man sagen. Irgendwie so. Da kann man auch auf jeden Kommentar eingehen. Es ist nicht so ein Gewusel, weil, ja. Stiftgasse. Natürlich ist es so, dass ich die Folgen hochladen kann. Das habt ihr richtig gesagt. Die Livestreams, die Livestream-Folgen. Moment. So. Dann 10er. Moment. Das ist 6, 2, 4, 5, 20, 40, 60. Vielen Dank. Habe ich jetzt, warte mal. Habe ich jetzt zurückgegeben? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Nee, also ich denke, wir bleiben lieber beim Let's Play. Okay, nächste, wenn ihr sagt, also St. Martin, wenn ich jetzt Straße sehen sollte oder ihr in die Kommentar schreibt, ey, Boxfresh, 10 Uhr die Folgen wäre doch besser. Dann, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, dann ändere ich, oder dann überlege ich mal, was man da machen kann, ne? Dann werden wir mal schauen. Ja, entweder kommt dann 10 Uhr jeden Tag eine Folge Bus-Simulator 16 oder um 15 Uhr. Ja, da wurde noch in die Kommentare geschrieben. Ja, was kommt denn jetzt alternativ, Mensch? Tja, also, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Nein, es ist so, dass in dieser Woche zwei Spiele rauskommen werden. Wir müssen mal schauen, ob wir die Let's Playen werden. Und wie sich das in unserem Zeitplan einsortieren lässt, sozusagen. West. So, möchte noch. Ah, okay, können wir weiterfahren. So. Also, ich finde es wirklich immer cooler, also wirklich, nächster, dass ihr wirklich so viele Kommentare mittlerweile ich schreibt. Weiß, was dich vielen Dank wollen dafür. Wir uns also Bubble Tea holen? Ja. Nein, warte. Ich kann nicht. Ich habe diesen Monat schon zu viel ausgegeben. Kein Problem. Du bist eingeladen. Okay, sehr nett. Ja, bei den Landwirtschaftssimulator 15 Videos, also da sind ja wirklich massenhaft Kommentare immer, also Schillerstraße. Zwei Fahrkarten, bitte. Das ist schon echt Wahnsinn. So, zweimal normal.
So, das sind dann 20, 40, 60. Vielen Dank. Bitteschön. Oh, was ist denn jetzt kaputt? Okay. Okay. Was klemmt hier, Gunther? Ist das Ihr Ernst? Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Ich habe es nicht bemerkt. Ja. So. Tja, und bei Bus-Simulator 16 ist das jetzt auch, Also, weitermachen. Weitermachen. Ich freue mich über eure Kommentare, oder wir. Nächster Halt, Südtiroler Straße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Gleich haben wir es schon geschafft. So, und diese Strecke geht sich mal sehr schön mit der Folge auch aus, denke ich. Das könnte schon gut klappen. So. Oh! Bleib bloß stehen. Ich weiß, dass ich da eigentlich hätte vorstehen bleiben müssen. Aber... Hallo? So, Tür auf. Südtiroler Straße. So, alles sauber. Kein Krümmel. Sehr schön. Haben die Putzfrauen oder Putzmänner hier nichts zu tun? Genau. Ja, hallo, Entschuldigung. Ich glaube, es hackt. Moment, wir düsen ja sofort ab. Oh, da kommt Polizei schon. So, und ja, wir haben ein bisschen Glück, denn das Depot ist hier direkt. Heute fahren wir wirklich mal zum Depot. So. Okay, kommt da was? Kommt da was? Nö, das könnte gut. So, Moment, ich will mal was testen. Naja, kann ich nicht davon. Okay, dann müssen wir nochmal aussteigen. Ah, Mensch, das ist ja richtig. Wir sind ja auch richtig sportlich. So. So. So, das war's. Wirklich jetzt? Ist das... Okay, legendär ist er. Nice. Okay, der Christoph, jo, der hat sich... Ja, der ist schon... Ist ein guter, ist ein guter. ...12.120, ist das Hammer, ey. Vor allen Dingen, Werbung, das macht auch sehr viel aus, ne? Boah, ach komm, jetzt machen wir noch mehr Werbung drauf, würde ich sagen. Natürlich, ich weiß, das sieht alles nicht so toll aus, momentan mit den Bussen. Aber wir verdienen halt dadurch was und das ist das Schöne. Komm, ich zeige euch nochmal eben die Aufkleber. Genau, wir haben, genau, das Games Planet, Logo haben wir nämlich beispielsweise auch hier, bitte da und da. Mal schauen, wie ich das so mache. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Wir müssen erst noch ein bisschen sparen, aber... Auf Werbung... nein. Werbung haben wir da genug drauf. Da auch. Mein Gott. Okay. Ah, hier geht noch was. So. So, wo geht denn noch was? Hier. Komm, hier machen wir mal... dieses... Ja, es gefällt mir auch noch nicht so gut, wenn... Ah, wie sieht das denn hier aus? Ah, so. Dann machen wir das mal annehmen. Und dann machen wir... Ah, hier. So. Annehmen. Ja, super. Haben wir Geld ausgegeben, aber wir verdienen natürlich auch dadurch was. So, ja, wie gesagt, Alles klar. Besitze insgesamt 4 Busse. Da kriegen wir 30.000. Nice. Also,
Mich freut, dass wir wirklich so jetzt so vorankommen. Also, wirklich, das freut mich. Und wenn wir erstmal das hier freigeschaltet. Oh Gott, das wird cool. Also, wie gesagt, wir müssen noch zwei Busse kaufen. Oder zwei Busse uns anschaffen. Aber wie gesagt, natürlich dauert das, aber ja, wenn wir uns wirklich jetzt ranhalten, dann sollte das kein Problem sein. Ich überlege gerade, kann man noch irgendwo eine Linie machen? Also, das könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich gehe ja immer langsam so durch. Und ihr sagt mir dann, können wir noch eine Strecke irgendwo machen? Also, das wäre natürlich cool, wenn ihr mir das mal in die Kommentare schreiben könntet. Ich meine, wir haben jetzt 6-7 Strecken sogar. Das ist schon relativ viel. Also, aber wie gesagt, es gibt immer noch was bestimmt so, was man verbessern kann. Genau, die Fahrer müssen wir weitersetzen. So. Gehört ja dazu. Habt ihr mir auch geschrieben, dass die wohl dann mehr Geld so machen? Oder bessere Leistung erbringen? Christoph, du kommst da drauf. Und der Hendrik. Der kommt da drauf. Sehr schön. Gut. Mit diesen Bildern oder mit diesem Bild verabschiede ich mich hier aus dem Bussimulator 16 und wünsche euch noch einen angenehmen Montag. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, bis bald. Ciao.